Willkommen zurück, liebe Wasteländer, zu einer neuen Folge von Fallout 4. Und wir gehen jetzt mal da hoch zu diesem Typi. Die Galeria ist auf Anordnung des und stellen uns vor, dass wir der neue Aufseher sind. Und dann gucken wir mal, was wir hier so machen können. Ein Bowling Center. Gibt's ja alles Mögliche hier. Okay, Made. Treten Sie vor. Langsam. Bleiben Sie stehen! Ich habe Ihr Vorgehen beobachtet. Beeindruckend. Sehr beeindruckend. Für einen Kriminellen! Was? Die Mafia hat keine Bewerbungen angenommen. Aber ich gebe mein Bestes. Genau das würde ein Kommunistenspion sagen. Selbstgefällige Mistkerle. Was haben Sie vor? Für wen arbeiten Sie? Ich will antworten! Warten Sie! Die große Neueröffnung. Sind Sie Neueröffnungsaufseher 18 Alpha? Sie sind spät dran. Ja, genau. Für die manuelle Genehmigung der großen Neueröffnung wird eine Authentifizierung benötigt. Ich muss also Ihre ID sehen. Sir. Warte, manuelle Aktivierung? Gibt es noch eine andere? Automatische Aktivierung war für den 1. Januar 2078 geplant. Warte. Analysiere. Beschädigte Task festgestellt. Taskplaner repariert. Zuvor geplante Task wird nun ausgeführt. Zugriff auf Protokolle. Alle Einheiten, bereithalten für die große Neueröffnung. Verarbeite Firmware-Updates. Erledigt. Doch, mir ist schon wieder runtergefallen. Reinstalliere Kampfhemmung. Erledigt. Weise neuen Einrichtungsaufseher zu. Erledigt. Die General Atomics Galeria ist jetzt geöffnet. Hurra. Als neuer Öffnungsaufseher führen Sie unsere heutige Kundentombola durch. Hier ist der Hauptpreis. Das wäre alles, Soldat. Wegtreten. Super, Vorkriegsgold. Hoffentlich geht es jetzt gut. So, Klammer. Da versuche ich zurückgesetzt, so ein Scheiß. Wenigstens hat es hier mal ein paar Klammern. Noch mehr Klammern. Das haben wir schon. Noch mehr? Das da unten zählt nicht. Nee, aber wir haben 5 Versuche und ja, 2 Worte, super. Ja. Dieses Terminal dient der Aktivierung einer manuellen Notfallüberbrückung durch den Aufseher. Für den unwahrscheinlichen Fall, dass das Direktor-Management-System Fehlfunktionen aufweist oder aus einem anderen Grund nicht funktioniert. Das Direktor-Management-System funktioniert normal. Notfallsteuerung wurden deaktiviert. Und das hätte ich wahrscheinlich jetzt auch so machen können, wenn der mich nicht gelassen hätte oder so. Na, dann gucken wir uns doch einfach mal hier um. Oh, doch, du wirst gleich zerdrückt. Alter Glitcher. Also, ihr Maden, hört zu! Ich will alle Läden sauber sehen, aber schnell! Willkommen in der Bäckerei Pinelli. Mein Name ist Crisp. Ihre Bestellung? Hast du einen schlechten Tag? Genießen auch Sie beim Kauf Ihres General Atomics Roboters die Vorzüge der Persönlichkeitssubroutine 37 Existenzkrise. Greifen Sie zu. Also wollen Sie irgendwas? Ich bin gelangweilt, was du so hast. Sagen Sie Bescheid, wenn Sie etwas möchten. Ich hätte doch gern nix. Verlassen Sie bitte die Küche. Geht's bestimmt nur hinten raus. Nimm mal dein Zeug mit. Die Möglichkeit, dass hier andere Kunden kommen, ist sowieso gering.
Oh, schön für Talk. Willkommen bei Fellows. Sagen Sie Bescheid, wenn Sie etwas brauchen. Guten Tag. Kann ich Ihnen helfen, Sir? Was gibt's denn hier zu kaufen? Leider nicht viel. Unsere Lieferanten sind spät dran und die meisten Geräte sind wohl schon verrostet. Aber ich hätte Schmuck, Kleidung, vielleicht ein paar Haushaltswaren. Dann lass mal sehen, was du so hast. Wir haben ein ausgezeichnetes Angebot. Oder zumindest hatten wir es. Ich frage mich, woher er Kronkorken hat. Der ging ja bis jetzt, beziehungsweise die gingen doch jetzt davon aus, dass hier erstmal noch Eröffnung ist und so. Da räume ich mal schnell den Laden noch leer. Oh, schon ist leer stehen, okay. Was haben wir da unten? Black West Slacks. Tuxedo, Formal Hat. Libyen. Das ist wirklich angenehm, wenn man doch, wenn man doch mit dabei hat und wenn man das ganze Zeug aufhebt, dass man keine Klugscheißersprüche hören muss. Sonst hat sie auch gerade nichts. Was ist das hier noch? Nehmen wir alle mit. Bowling Center. Gucken wir da rein. Mal wieder geputzt werden. Das ist jetzt vielleicht ein paar hundert Jahre her. Ja, ungefähr 200 so in etwa, würde ich jetzt mal behaupten. Aber die hat doch. Hä? Die hat doch noch gar nicht eröffnet, dachte ich. Aber hier haben wir schon welche gespielt. Ach, guck, da ist noch einer. Willkommen bei Back Alley Bowling. Genießen Sie Ihren Tag in der Galeria. Ich weiß nicht, warum das jetzt neuerdings immer so scheiße ist bei Fallout, dass es immer auf dem Desktop für eine Sekunde zurückkehrt. Das ist wirklich nicht. Ah, Passwort des Galerieaufsehers, dafür brauchen wir es. Die General Atomics Galeria, die Galeria, wurde entwickelt, um den Umfang und die Vielseitigkeit der Roboter von General Atomics International, GAI, unter Beweis zu stellen und als Modell für unser Konzept eines mit Robotern betriebenes Einkaufszentrum zu dienen. Die Galeria wurde mit speziellen Hochleistungsrobotern ausgestattet, die für die autonome Funktion im Rahmen des GAI Direktormanagementsystems geeignet sind. Laut Bundesgesetzen ist die Anwesenheit eines Aufsehers vor Ort erforderlich. Diese Aufgabe übernehmen Sie. Jegliche Aktionen oder Eingriffe ihrerseits wirken sich allerdings störend auf die Betriebsziele der Galeria aus und sind streng verboten. Sollten Sie keine anderen Anweisungen erhalten, dürfen Sie Ihr Büro nicht verlassen. Kommunikationsauszeichnung 8.7.77. Die Abteilung für Kundenpflege nimmt die in ihren letzten Berichten dargelegten Bedenken zur Kenntnis. Allerdings stellen ihre Eingriffe eine unerwartete Variable dar,
die in der ursprünglichen Programmierung der Roboter nicht vorgesehen ist und verantwortlich für die fraglichen Verhaltenskaskadenfehler sein könnte. Darüber hinaus hat ihre Rolle bei diesen Vorfällen unter Umständen zu einer weiteren Rechtsschuld bei GAI geführt. Wir möchten noch einmal betonen, dass alle Aufseherfunktionen vom Direktor der Galeria durchgeführt werden sollen. Unterlassen Sie bitte weitere Kontakte zu den Robotern oder Kunden. In Anbetracht der Ereignisse der letzten Zeit sind Sie autorisiert, dem Direktor beim Auffinden von Robotern mit Fehlfunktionen zu helfen und die Effektivität der Reparatur Ihrer Programmierung zu überwachen. Sollte es zu weiteren Todesfällen kommen, sind Sie außerdem autorisiert, den Überlebenden, falls vorhanden, im Namen von GAI eine sofortige finanzielle Wiedergutmachung anzubieten. Siehe Entschädigungstabelle 14J. Die Galeria bleibt ab sofort bis auf Weiteres geschlossen. Sie haben den Direktor davon in Kenntnis zu setzen und die sofortige und vollständige Abschaltung des gesamten Zentrums und seines Personals zu beaufsichtigen. Falls Sie glauben, dass der Direktor kompromittiert wurde, können Sie ihn abschalten und das Terminal zur Überbrückung des DMS in seinem Büro benutzen, um eine manuelle Notabschaltung der gesamten Galeria einzuleiten. Das Passwort für dieses Terminal lautet GAI-GAL4. Mr. Kincaid, nach dem Eintreffen im Zentrum haben Sie sich im Büro des Direktors in der Statue zu melden. Identifizieren Sie sich als Neueröffnungsaufseher 18 Alpha. Zeigen Sie Ihre ID vor und befehlen Sie dem Direktor die Einleitung des Neueröffnungsprotokolls. Daraufhin werden mehrere Firmware-Aktualisierungen durchgeführt, um die Kaskadenfehler zu beheben und den normalen Betriebsablauf der Roboter wiederherzustellen. Wir raten zu äußerster Vorsicht, da wir davon ausgehen, dass der Direktor ebenfalls kompromittiert wurde und unter Umständen für den Tod ihres Vorgängers verantwortlich ist. Also könnte man hier den Laden komplett abschalten. Ich weiß nicht, soll ich das machen? Ich möchte irgendwie sehen, was passiert. Bitte sehen Sie sich um! Irgendwie interessiert mich das jetzt schon. Kommen wir noch da hoch? Tut mir leid, Sir. Unsere Bahnen sind geschlossen. Daher haben wir nicht geöffnet. Ich weiß. Habe ich gerade gar nicht gesehen. Okay, dann sind wir einmal rundherum. Ich gebe jetzt einfach mal dieses Passwort ein. Mal sehen, was die dann machen. Ich habe Vorräte aus dem Hauptquartier angefordert. Bis sie eintreffen, müssen wir durchhalten. Hm? Kann ich hier ja gar nicht machen. Was ist denn jetzt los? Da auch wieder schon wieder runtergekommen. Ich hab zu tun, Soldat! Was geht denn jetzt ab? Systeme arbeiten mit maximaler Effizienz. Hm. Wofür habe ich denn dann das Passwort gekriegt? Vielleicht wäre es für den Fall gewesen, dass ich ihn nicht überreden könnte. Das könnte sein. Na ja, gut, dann denke ich, sind wir hier fertig. Welche Richtung laufen wir denn jetzt? Mass Fusion Schutzhütte. Ja, genau, bei Mass Fusion. Da ist ja das Blade Runner Easter Egg, wenn ich mich jetzt nicht irre.
Dann lassen wir die mal ihren Spaß da drin haben. Freuen sich jetzt, dass sie endlich geöffnet haben. Oh, radioaktiv like hell. Ist das da drin auch so schlimm? No, no, no. Ich nehme mal lieber ein Red X. Highland Sock. Oh, das ist voller radioaktiver Fässer. Rennen wir mal schnell runter. Da! Noch mehr? Eine legendäre Kakerlake. Na, wo hat die denn die Rüstung versteckt? Hm? Hier gibt's wohl so ein Terminal. Aber nicht auf dem Scheißhaus. Hm? Okay, das scheint irgendwo oben zu sein. Hier. Schon wieder ein Aufseher-Terminal. Das schön. Perfekt. Nachdem er es 34 Tage ohne Unfall geschafft hatte, ist Lester hinter dem Gabelstapler gestolpert, als der rückwärts fuhr. Jetzt fangen wir wieder bei Null an. Außerdem mussten wir wieder die ganzen Denken sie an ihren Helmposter aufhängen, als ob ihm so ein Ding das Leben gerettet hätte. Der Betriebsausflug steht in ein paar Wochen an. Mr. Feld meinte, dass er für alle Mitarbeiter verpflichtend ist und vor allem für Vorgesetzte. Ich hasse diese Ausflüge. Es ist schon schlimm genug, die Woche über sich mit diesen Leuten rumschlagen zu müssen. Jetzt muss ich auch noch ein ganzes Wochenende über so tun, als würde ich sie mögen. Manchmal beneide ich Lester. Ein Gefahrgutinspektor kam heute unangemeldet vorbei, um bei uns eine Überprüfung durchzuführen. Ich hatte das Gefühl, dass er eine Ahnung davon bekommen hat, was hier wirklich passiert. Ich habe Mr. Feld davon erzählt und er meinte, dass wir den Inspektor loswerden müssen, wenn er hinter die Sache herkommt. Und er meinte damit nicht, dass wir ihn bitten sollen zu gehen. Nun ja, er ist dahinter gekommen, also mussten wir ihn loswerden. Wenn jemand rausfindet, was wir getan haben, wandere ich für den Rest meines Lebens in den Knast. Öffnen. Ist wahrscheinlich liegt so ein Fass versteckt. Ich gebe mal ein bisschen Gas. Ah, okay. Komm ich hier nicht so lange nach. Na ja, immerhin Fusionskern. Da irgendwas noch? Da ist ein Ghoul. Okay, ich sollte mal langsam weg. Fuck. Okay, ich glaube wirklich viel mehr wird man hier drin auch kaum noch finden, außer die scheiß Kakerlaken hier. Boah, voll verseucht. Da reicht wahrscheinlich ein Red Away gar nicht. Nee. Okay, was haben wir als nächstes? Dann laufen wir so langsam hier runter. Für die gab es wohl ein böses Jahr Wochen mit dem Skorpion. Genau, jetzt kommen wir wieder dahin, wo der Vault war. Und wenn ich jetzt nicht ganz falsch liege,
dann müsste hier auch ein Polizeirevier sein. Weil ich hab Revier Malten, habe ich mir notiert. Zu dem Andy Winter Typ. Vielleicht finden wir da das. Wer ist denn das? Hi. Entschuldigung, weißt du zufällig, wo es nach Bunker Hill geht? Wieso willst du das wissen? Ich kann meine Gründe nicht verraten, aber ich muss schnell dorthin. Ja, dann, hallo. Entschuldigung, weißt du zufällig, wo es nach Bunker Hill geht? Tut mir leid, nein. Ist gut, ich finde schon allein hin. Hi. Ich muss nach Bunker Hill. Ich muss nach Bunker Hill. Okay. Bin mal gespannt, ob wir den dann im Bunker Hill wieder treffen. So, wo gibt es jetzt hier ein Polizeirevier? Auf der Karte sehe ich noch nichts. Was ist los da mit? Police. Dann muss also hier irgendwo ein Tape sein. Hier ist nichts, hier ist nichts. Wo ist die Asservatenkammer von dem Gebäude? Muss hier irgendwo sein. In dem Computer stand Malden Polizeirevier. Da ist es. Nachricht an Robert Cooper. Das war gute Arbeit, Bobby. Die Frau und das Mädchen werden nichts sagen. Keine Sorge. Wenn die Schecks von der dicken Lebensversicherung erstmal kommen, wird sich Mrs. Montrano wünschen, dass ihr fetter Arsch von Mann schon vor 5 Jahren ins Gras gebissen hätte. Und wie es weitergeht, das überlasse ich dir. Strand, Sandwichladen, Schrottplatz, ist egal, wo er landet. Solange Johnny Senior nie herausfindet, was mit seinem kleinen Fleischklops passiert ist, müssen wir uns keine Gedanken machen. Eddie Winter, Ende der Aufnahme. Der lässt in jedem Band irgendjemand umbringen, habe ich das Gefühl. Voll, 155 auf Winters Holoband. Polizeirevier Malden, übergeben an Deputy Gold, Sheriff Dienststelle in der Hand. Okay, ich notiere. Sonst noch irgendwas? Also warten kann Polizeirevier Malden. Malden. Aber hier habe ich noch keine außer Wartenkammer bisher gefunden. Das ist Klo. Komme ich da hoch? Nee. Dann ist hier wohl auch nix, denke ich jetzt mal. Dann war es mit dieser Folge und ich arbeite mich jetzt langsam hier mal so runter, dann zum Polizeirevier in Cambridge und dann hier runter und dann gehen wir nach Diamond City, endlich. Ich weiß auch nicht, wie lange es noch dauern wird. Bis zur nächsten Folge.